Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe bei Instagram eine Umfrage gestartet. Einen Moment, ich mache mal die Decke da weg. Was ihr denn als neues Video sehen wollt, und da habt ihr euch hier für die Abendroutine entschieden. Wir haben jetzt gerade 5 Uhr und ich denke, ich fange mal an mit der Abendroutine. Ich weiß nicht, wann man da anfängt, deswegen, es wird ja jetzt langsam Abend, also Nachmittag, und wollte, bevor ich euch jetzt alles, also generell auch so abfilme, wie wir das alles so regeln, ich hoffe, das läuft alles glatt. Also mit Baby läuft ja nie alles glatt, aber dass es relativ so ist, so wie es eigentlich fast jeden Abend ist, will ich euch das so authentisch wie möglich rüberbringen. Vorab möchte ich euch noch etwas kurz sagen, und zwar, falls ihr euch dann auch wundert, warum sie in ihrer Schaukel liegt, also nicht zum Schlafen heute Abend, sondern dann auch jetzt gleich und so. Es ist so, also viele Babys haben ja richtig Probleme mit dem Einschlafen, also tagsüber so von selber in den Schlaf zu finden. Und da habe ich auch gerade noch einen Appell an euch. Und zwar an alle Mamis und Papis da draußen, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr euer Baby tagsüber zum Schlafen bringt. Ob ihr sie rumtragt oder ob ihr ihn rumtragt oder sie, oder ob ihr auch tagsüber bestimmte Lieder anmacht oder wie ihr das macht. Also Grace ist jetzt gerade 4,5 Monate alt, und wie ihr das so halt handicapt, sage ich mal. Bei mir ist es so, dass Grace leider tagsüber nicht einschlafen kann ohne ihre Schaukel. Sie schläft dann immer in der Schaukel und meist auch mit Föhn. Ja, also manchmal kann ich den Föhn auch weglassen, aber oft läuft er halt dann auch nebenbei. Manchmal auch nur zum Einschlafen, manchmal auch die ganze Zeit, wo sie schläft. Und ja, da schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr das so macht. Ich habe schon versucht, es ihr abzugewöhnen, aber naja, das ist eher kontraproduktiv gewesen. Und ich denke mir, mein Gott, ich kriege sie überhaupt zum Schlafen, das ist schon mal gut. Und da bin ich auch froh drum, deswegen lasse ich das, umso älter sie wird, das du mehr brauchst sie das dann auch nicht mehr. Irgendwann passt sie auch nicht mehr in diese Schaukel, wenn ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall wundert euch nicht. Bei uns ist es nämlich abends immer so, dass sie kurz bevor, also was heißt kurz bevor, bevor sie dann schlafen geht, wirklich schlafen geht, schläft sie meist schon in der Schaukel ein. Und dann hole ich sie raus und dann beginnt so wirklich das Ritual. Obwohl, das gehört eigentlich auch zum Ritual, aber nur damit ihr Bescheid wisst. Und deswegen interessiere ich mich für eure ich mache alles mit meinen Händen, irgendwelche Dinge, ich lasse sie jetzt weg. Deswegen interessiere ich mich für eure Ideen und wie ihr das euren Kindern beigebracht habt, tagsüber einzuschlafen, und ab wann ihr findet, dass Babys einen geregelten Mittagsschlaf machen können, also im Bettchen. Und ja, ich habe es halt wie gesagt schon versucht, und es funktioniert auch mal, dass sie auch mal ohne Schaukel einschläft, aber dann ist vorher echt viel Gekreische, weil sie will einfach dann nicht getragen werden, wenn sie müde ist. Sie will dann in ihrer Schaukel sein, dann redet sie kurz mit mir und dann schaukelt sie da hin und her und ja, dann schläft sie ein. Ist ja eigentlich auch okay, aber ja, wenn ihr da irgendwie so andere Möglichkeiten habt, schreibt es mir auf jeden Fall. Deswegen würde ich jetzt auch aufhören rumzulabern, sondern viel Spaß jetzt bei meinem Video und drückt mir die Daumen, dass die Abendroutine gut verläuft. Also ich denke mal, es fängt jetzt an, also es fängt jetzt an, der Abend fängt an, Leute. Nee, wir haben jetzt gerade 7:30. Grace schläft, wie geplant, in ihrer Schaukel. Deshalb nehme ich jetzt ihren Pucksack mit, also den habe ich jetzt aus dem Bettchen geholt.
So, ich habe jetzt erstmal alles bereitgelegt fürs Pucken und fürs Wickeln. Jetzt mache ich erstmal den Rollladen runter. So, ich habe jetzt drüben alles hingelegt. Wundert euch nicht, ich tue Grace immer abends, wenn sie ihre Abendflasche kriegt, tue ich sie immer direkt pucken, also im Wohnzimmer pucken. Leute, mein Auge ist voll verschmiert. Tue ich sie immer direkt im Wohnzimmer pucken und wickeln und lasse sie dann dort einschlafen, bis sie tief und fest schläft. Und dann tue ich sie hier ins Bettchen. Und dann mache ich auch schon mal den Rollladen runter, damit ich später nicht so viel zu tun habe. So. Sobald Grace jetzt wach werden sollte oder unruhig werden sollte, werde ich ihr nämlich jetzt auch gleich ihr Fläschchen machen. Und dann gibt es das Abendfläschchen und werde sie dann pucken. Und ich hoffe, dass sie dann auch schläft. Und ja, jetzt gehe ich aber erst noch mal raus auf die Terrasse und warte, bis ich höre, ob sie wach wird. So, meine Lieben, wir haben jetzt 8 Uhr. Und ich werde jetzt Milchfläschchen zubereiten, da Grace jetzt schlafen geht. Also ich hoffe, es funktioniert, weil sie hat voll viel geschlafen. Und ja, erstmal nehme ich Fläschchen und mache ihr ihre Abendflasche. 2, 3, 4, 5. Stellt euch mal woanders hin, weil ich glaube, da könnt ihr das besser sehen. Wow, das Licht scheint ja voll rein. Ich stelle mich hier einfach mal hier vor, hier ist es. Das ist jetzt noch ein bisschen heiß. Ich kühle das jetzt noch mal ein bisschen ab. So, jetzt werde ich sie erstmal wickeln und dann werde ich sie füttern.
9. Also wie ihr gesehen habt, nicht so das Licht bisher. Oh, meine Augen sind voll verschmiert. Egal, real life. Also wir haben jetzt 9:05. Und wie ihr gesehen habt, ist sie jetzt gepuckt. Ich musste sie zweimal wickeln. Wundert euch nicht, denn während dem Fläschchen trinken hat sie nochmal in die Windel gemacht. Groß. Deswegen musste ich sie nochmal wickeln. Kommt eigentlich auch nicht vor, aber okay. Und genau, jetzt habe ich sie gepuckt und gefüttert. Sie hat jetzt 140 Milliliter getrunken, ist nicht so viel. Normalerweise trinkt sie 200 abends, aber ist nicht so schlimm. Dafür kommt sie dann halt heute Nacht mal ein bisschen früher als sonst. Und ja, jetzt habe ich sie fertig gemacht. Jetzt muss ich immer mal reingucken und schauen, ob sie tief und fest schläft, ob der Schnuller rausgefallen ist. Und in der Zeit gehe ich meistens raus auf die Terrasse mit meiner Mutter und meiner Schwester und warte, bis sie fest schläft. Und das mache ich jetzt auch und danach, wenn sie dann fest schläft, zeige ich euch, was ich dann mache. Dann heißt es nämlich Fläschchen vorbereiten und sie rübertragen und mich fertig machen. So Leute, sorry für die miese Lichtqualität, aber ich mache jetzt nicht die Rollläden wieder hoch, weil es ja Abend und ja, ich werde mich jetzt erstmal bettfertig machen, weil ich sehe ziemlich verlebt aus. Ich nehme immer die, lustig, oder? Ich wasche mir auch so mein Gesicht, aber zum Abschminken nehme ich immer die Babywaschlappen von Grace. Diese Waschlappen, ich finde die voll gut. Deswegen nehme ich die mir jetzt mal ein paar mit an meinen Tisch und werde mich jetzt erstmal abschminken. Muss ja auch sein, ne? Wow, ihr seht ja sehr viel. So, schon besser. Ach so, übrigens, also Grace, wir haben jetzt, ich glaube, 9:10 und Grace schläft, allerdings noch ein bisschen unruhig, weil die hat halt heute Abend voll viel geschlafen, wo sie normalerweise eigentlich wach gewesen wäre. Deshalb hat sie jetzt einen Moment gebraucht, bis sie auch wirklich einschläft. Deswegen habe ich jetzt immer meine Ohren offen. Also habe ich sowieso immer, aber dass sie dann auch wirklich schläft. So, ich creme mir abends immer noch mein Gesicht ein. So, die ungeschminkte Wahrheit, Leute. Geil. So, jetzt geht's ins Badezimmer. Wo stelle ich euch denn am besten hin? Ich denke, thank you.
So, wir gehen jetzt mal in die Küche. Aber so, sie schläft endlich. Auch wirklich feste. Ich koche jetzt erst einmal Wasser. Ihr euch sicher denkt, warum ich 4 Fläschchen mache. Also Grace braucht eigentlich in der Nacht immer, also so um 3 eine Flasche und morgens dann um 6 oder 7. Aber ich mache immer 4 Fläschchen, weil sicher ist sicher, dass sie, falls sie doch mal nachts noch mehr kriegen sollte oder mehr Hunger hat, dass ich dann nicht in die Küche rennen muss und eins noch machen muss. Deswegen habe ich die immer fertig mit im Schlafzimmer. Und wenn ich sie halt nicht brauche, habe ich dann für morgens oder für mittags die schon fertig. Also deswegen mache ich immer sicherheitshalber 4 Stück. So, also wir haben jetzt, glaube ich, 9:15. Ich bin jetzt nochmal draußen auf der Terrasse. Ich habe jetzt alles vorbereitet und jetzt warte ich noch, bis sie wirklich tief und fest schläft und man sie nicht mehr schnarchen hört. Und dann bringe ich sie auch schon rüber ins Bett und dann geht's auch schon schlafen. So, meine Lieben, also wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt Grace ins Bett gebracht. Ich werde jetzt auch ins Bett gehen. Deshalb wünsche ich euch eine gute Nacht und ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick in unsere Abendroutine. Macht's gut!